Huber, Huber, Hopp. Tick, Tack, Hopp, wer kommt denn da? Das Dschungelleben ist wunderbar. Huber, Huber, seine Strategie, sein Ruf, seine Philosophie. Er hüpft los und schützt sein Land. Ja, er will und ja, er kann. Er rettet seine Freunde und ist frei. Huber, Huber, komm mit ihm dabei. Nein, ich will nicht. Moment mal, das ist ein sehr großzügiges Angebot, das wir Ihnen da machen. Nein, Sie verschwenden Ihre Zeit. Mein guter, Topanga Dakota, Sie sollten darüber nachdenken. Solange Topanga Dakota am Leben ist, wird er das Land seiner Vorfahren niemals verkaufen. Es ist nur über meine Leiche zu haben. Okay, was ist, wenn ich auf die hübsche Summe, die wir anbieten, noch etwas unnützen Plunder drauflege? Ah, ich meine ein paar unschätzbare Wunderdinge. Olli, öffne die Kiste für die Dummköpfe. Der Häuptling ist ziemlich stur. Sehen Sie sich diesen wundervollen Schuhlöffel an. Nun, Sie haben doch Füße, richtig? Und Sie tragen Schuhe. Ups. Aber wenn Sie eines Tages Schuhe tragen, brauchen Sie so ein Ding ganz dringend. Gut, um den Festtagstrank umzurühren. Oh, genau. Das ist ein Allzweckschuhlöffel, der auch als Rührlöffel einsetzbar ist. Oh. Der Festtagstrank ist so gut wie fertig. Genug Raupenhaare, aber es müssen noch mehr Piranha-Augen rein. Möchten Sie probieren? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Genug geredet. Ihr müsst jetzt gehen. Topanga Dakota muss sich auf die Zeremonie des vollen Mondes vorbereiten. Wenn wir gehen müssen, dann gehen wir eben, aber wir kommen morgen wieder. Zu viel Blabla, wir sind müde. Abkömmlinge von Eseln. Er weigert sich zu verkaufen. Ich stopfe ihm seine Federn in den Mund, diesem Wilden. Aber ich habe meine raffiniert geführten Verhandlungen noch nicht abgeschlossen und er hat eigentlich nicht Nein gesagt. Stimmt's, Olli? Was waren seine genauen Worte nochmal? Nur über meine Leiche. Ich bin umgeben von Unfähigkeit. Ich lasse nicht zu, dass ein Eingeborener mir mein epochales Autobahnprojekt versaut. Vielleicht können wir ihn mit Schlüsselanhängern überreden. Ich meine nicht mit den altmodischen Dingern, sondern mit den modernen, mit den Lichtern drin, die Musik spielen. Ruhe! Ich will nichts mehr davon hören. Nicht einen Ton, verstanden? Madame Absan, es geht um das Grotox. Ich habe eben die letzten Tierversuche durchgeführt. Na und? Was ist dabei, wenn man Grotox an Tieren testet? Nun, es hat eine Wirkung auf Falten, aber es entfernt sie nicht, sondern, wie soll ich das sagen, es bringt sie deutlicher zum Ausdruck. Was? Es wird vielleicht klarer, wenn ich Ihnen die Bilder zeige. Upsi. Oh, Verzeihung, das sind meine Urlaubsfotos. Darf ich vorstellen, das ist Bobby. Das wurde vor 2 Stunden in seinem Käfig aufgenommen und so. Sieht Bobby nach einem Löffel Grotox aus. Er ist, wie soll ich sagen, gealtert. Er ist alt geworden. Was zum Donnerwetter soll ich mit einem Produkt anfangen, das die Leute alt macht und total senil? Alt und senil? Euer Medizinmann Heini hat doch gesagt, nur über meine Leiche, wenn ich mich recht erinnere. Wird hiermit bestätigt.
Ausgezeichnet. Tante Diana, muss ich wirklich mitgehen zur Zeremonie des vollen Mondes? Ich bin gerührt, dass du so begeistert davon bist, mich zu begleiten, Hector. Ich weiß, dass sich unser Freund Topanga Dakota sehr freuen wird. Es ist nur so, dass ich vorhatte, Das ist lieb von dir, aber du brauchst dir nichts vorzunehmen. Er organisiert alles allein und er würde nicht wollen, dass du dir irgendwelche Mühe machst. Weißt du, die Zeremonie des vollen Mondes ist ein wichtiges Ereignis für die Indianer. Sie steht für den Eintritt in einen neuen Mondzyklus, aber vor allem gibt sie jedem die Gelegenheit, die Natur zu ehren. Du magst doch die Natur, Hector? Hey, Masu, sieh mal. Das ist mein zusammenlegbarer, tragbarer Hängegleiter. Wir haben gerade noch Zeit, ihn auszuprobieren, bevor ich zu Topanga Dakota muss. Du siehst so betröppelt aus. Sie sieht auch nicht besonders fröhlich aus. Du hast doch keine Dummheiten gemacht, oder? Dann eben ein andermal, okay? Wow, das ist toll. Damit werde ich fliegen wie ein Vogel. Masu, was machst du denn hier unten? Willst du unbedingt Ärger bekommen? Du willst ihn ausprobieren? Okay. Aber sei vorsichtig, er hält nicht viel aus. Hubi! Tungava! 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 Ihr seid nun Kinder des Mondes. Tungava! 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 Ungava! 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 Unamada Poto! Er spricht in der Sprache seiner Vorfahren. Racha Togrugludu! Ist es nicht wundervoll? Ungava! Wow, das ist ja echt stark. Sowas dauert oft sehr lange. Wir haben einen Plan durchzuführen und ich will nicht die ganze Nacht hier stehen. Ungava! Kommt zu mir. Na gut. Macht es wie ich. Ehret den vollen Mond. Und jetzt Operation Grotox. Grotox. Morgen, wenn der Tag anbricht, sind aus den Kindern des Mondes die alten Leute des Mondes geworden. Das ist total schön. Wir können sehr froh sein, dass wir an der Zeremonie teilnehmen durften. Die Zeremonie ist noch nicht vorbei. Es ist Zeit für den Festtagstrank. Das sieht ja köstlich aus. Was ist das? Jojoba-Harz, Orchideenpollen, Raupenhaare und die Augen von Piranhas. Ich liebe kulinarische Abenteuer. Für mich nicht, danke. Ich hab's ehrlich gesagt nicht mit Piranha-Augen oder Raupenhaaren. Kein Problem, dann bleibt uns mehr davon. Lecho Barata Nico. Lecho Barato Nikitadu. Der Festtagstrank schmeckt sehr gut. Lecho Barata Nico. Gute Nacht, Tante Diana. Träum was Schönes. Gute Nacht, Hector. Schlaf gut. Mir ist so komisch im Bauch.
Vielleicht habe ich zu viel Festtagstrank getrunken. Guten Morgen, Tante Diana. Hast du gut geschlafen? Sehr gut, mein kleiner Victor. Ich habe nur ein bisschen steife Gelenke. Was ist denn los, kleiner Nestor? Willst du heute keine geschmorten Kohlrüben zum Frühstück? Ja, Tante Diana, du bist alt. Ja, natürlich bin ich alt. Ich bin deine Tante. Wenn ich jünger wäre, dann wäre ich deine Cousine oder deine Nichte. Sieh mal, was mit Tante Diana passiert ist. Ich muss mich fertig machen. Ich bin schon spät dran. Ich muss doch ins Museum. Ich hoffe nur, die Taxifahrer streiken nicht. Aber Tante Diana, das ist... Und sag deinem kleinen Freund, er soll dieses lächerliche Kostüm ausziehen. Du meine Güte. Maso, das ist ja furchtbar. Was ist da passiert? Also gestern Abend waren wir bei der Zeremonie des vollen Mondes. Denkst du, das hat irgendwas damit zu tun? Hier unterschreiben, Opa. Und da auch. Der ist für mich und der ist für dich. Und jetzt habe ich das Vergnügen, dir mitzuteilen, dass du uns dein ganzes Land überschrieben hast. Was? Komm, Olli, lassen wir die Bagger und die Bulldozer anrücken. Wir müssen den Dschungel platt machen. Du musst dich verziehen, Opa. Du befindest dich auf fremdem Grund und Boden. Wir haben ihm nicht mal den blöden Schlüsselanhänger gegeben, den wir ihm versprochen hatten. Für dich, Großvater. Es ist wichtig, die Alten mit Respekt zu behandeln. Die Absahn, Leute. Sie kommen von der Hütte des Schamanen. Schnell, Maso! Oh nein! Opa. Er ist ja noch älter als Tante Diana. Was ist passiert, Topanga Dakota? Moment. Ein Vertrag von der Absahn Handelsgesellschaft. Oh nein, sie haben dein ganzes Land gekauft. Für den Preis eines Schlüsselanhängers. Maso, was machst du da? Wir müssen uns diesen Vertrag schnappen. Ich hab's doch gesagt, wir müssen nach links. Nein, nach rechts. Nein, du hast nicht recht mit rechts. Ich hab gesagt rechts, als wir hergekommen sind. Jetzt sind wir auf der Rückfahrt. Wir fahren in die andere Richtung. Also müssen wir nach links. Hab ich recht? Das ist ein Masupi-Oldie. Er ist es. Das ist der Masupilami. Er ist auch alt geworden. Alt und schwach. Was für ein Glück. Wir nehmen ihn sofort gefangen. Zwick mich, träum ich etwa? Haben wir Weihnachten? Autsch, hast du sie noch alle? Das hat wehgetan. Das ist doch nur so ein Ausdruck wie Schlag mich, ich glaube, ich träume. Wie kann man nur so dumm sein, wenn ich sage Schlag mich, ich glaube, ich träume? Dann ist das, als würde ich sagen, ich weiß auch nicht. Ach, wie auch immer, hilf mir, ihn zu verpacken. Er ist zwar alt, aber er ist immer noch ziemlich schwer. Oh nein, was ist denn mit Maso los? Er ist auch alt geworden. Wieso bin ich in meiner Genialität nicht schon früher draufgekommen? Grotox in den Festtagstrank gekippt und all unsere Probleme sind aus der Welt geschafft. Der Festtagstrank.
Diese orangen Bananen sind wirklich eigenartig. Ich muss das Museum darüber informieren. Tante Diana, es ist was ganz Furchtbares passiert. Castor, warum bist du nicht in der Schule? Ja, Maso ist alt geworden, genau wie du und der Schamane. Sie haben ihn gefangen und weggebracht. Wir werden alle irgendwann alt, mein kleiner Igor. Das gehört zum Leben. Jeden Tag werden wir ein wenig älter. Du verstehst nicht, Tante Diana. Das alles kommt vom Festtagstrank. Hier, ich habe was davon mitgebracht. Du musst ihn analysieren und ein Gegenmittel finden. Du bringst mir Suppe, Kleiner. Aber Isidor, es ist doch noch zu früh dafür. Da ist es schon später, als ich dachte. Oh, was mache ich denn jetzt nur? Tante Diana ist total gaga. Bist du dir sicher, dass er nicht plötzlich die Zähne fletscht und sich benimmt wie ein wildes Tier? Keine Angst, er ist so alt, dass er nicht mal mehr seinen Geruchssinn hat. Der Marsupilami, der Vertrag. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, mein kleiner Bauwan, aber ich bin beeindruckt. Ein wenig. Ich hätte da einen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir heute Abend in Ruhe zusammen essen und das bei einer guten Flasche Wein besprechen? Ich habe gesagt, ich bin ein wenig beeindruckt, nicht? Ich bin plötzlich blind geworden. Ich konnte nichts machen. Sie haben ihn gefangen, bevor ich nah genug dran war. Hubi. Er muss befreit werden, aber ich bin ganz allein. Wie soll ich mit der gesamten Absahnfirma fertig werden? Hubi. Ha, natürlich, gemeinsam können wir es schaffen. Aber wir haben nicht viel Zeit und ich kann nicht so schnell durch den Dschungel dorthin flitzen wie du. Mein Gleiter! Ihr habt recht, gute Idee. Ubi. Keine Sorge, Tante Diana passt auf sie auf. Ich weiß noch nicht so recht, was soll ich mit dir machen? Dich als Bettvorleger benutzen? Nein, zu hässlich. Und du hältst dich für den König des Dschungels. Verzeih mir bitte, wenn ich lache. Du bist alt und im Käfig eingeschlossen. Und ich freue mich, sagen zu können, ich bin jung und frei wie ein Vogel. Daher kommt es, dass ich noch meinen Geruchssinn habe. Und du stinkst. Oh. Ja, Maxwell? Madame Absan, es gibt ein kleines Problem mit dem Grotox, das mir gerade aufgefallen ist. Ach ja? Ich zeige Ihnen ein paar Bilder. Die sind vielleicht, wie soll ich mich ausdrücken, aussagekräftiger. Oh, Mist. Das sind meine Urlaubsschnappschüsse. Erkennen Sie den kleinen Bobby? Aber war er gestern nicht alt? Nun sagen wir einfach, er ist wieder normal. Die Wirkung von Grotox ist, wie soll ich sagen? Ah ja, das ist das Wort, vorübergehend. Bring dieses Ding sofort aus meinem Büro! Juhu! Hey, ihr drei! Versucht nicht, euch heimlich zu verdrücken. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß, dass ich irgendwas tun sollte, aber was war das gleich? Oh, ihr frechen Affen, gebt mir sofort meinen Tee zurück. Wann ist es? Hubi! Hubi! Wenn du frech wirst, gehst du bad. Seid ihr euch sicher, dass keine Gefahr besteht? Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Wenn sich auch nur das geringste Problem zeigt, drücken wir den Hebel nach vorn und er wird abgesenkt ins Grotox. Es ist mein Hebel. Das sagt er, aber er meint es nicht so. Na schön, löst eure häuslichen Probleme ohne mich. Ich habe vor dem Abendessen noch zwei Firmen zu ruinieren. Ich schaff das nicht.
Wir müssen was finden, das wir als Hebel benutzen können. Hä? Bingo! Mama! Was ist los? Was läuft da? Bleib da stehen! Riechst du irgendwas? Hubi! Da ist Masu! Hubibi! Und runter mit dir und hoch mit dir und runter, runter mit dir. Und? Wenn ich dich in den Behälter tauche, dann alterst du mindestens 3 Jahrhunderte auf einmal. Überraschung! Nein, die kleinen Masos, was machen die denn hier? Hubi! Ganz ruhig, ja? Wir sind da, Masu. Wir holen dich da raus. Das sehe ich aber vollkommen anders. Da! Freut mich sehr, dass Masu wieder normal ist. Hubi! Hey, Kinder, seht mal, wer hier ist, um uns zu besuchen. Topanga Dakota, hallo! Ich freue mich, dich zu sehen, mein Junge. Die Kraft und was noch viel wichtiger ist, der Geist ist zu mir zurückgekehrt. Ein Glück, dass dieses Grotox nur eine Weile wirkt. Es hat jedenfalls köstlich geschmeckt. Sag mal, Hector, hast du nicht etwas für unseren Freund? Oh ja, natürlich. Hier. Zerreiß ihn, damit dein Land wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer geht. Wie bist du an diesen Vertrag gekommen? Naja, sagen wir einfach Masu und ich, wir sind sowas wie Überredungskünstler. Ah, Hilfe! Ich bin zu jung, um alt zu sein. So ist es doch, Masu, oder? Hier wird Papier nicht überall herumgeworfen. In diesem Lager wird recycelt. Huba, huba, hop.